dass es wieder der gleiche Spruch ist am Anfang von dem Dorf, als immer gleich. Ein wertvoller Edelstein, Mondperle genannt, befindet sich in diesem Turm. Mit der Mondperle kannst du auch in der Schattenwelt deine Gestalt bewahren. Ja, okay, jetzt sagt er uns natürlich schon die Welt. Das ist halt die Schattenwelt, wo wir gerade uns in einen Hasen verwandelt haben, genau. Du musst sie finden und den Turm wieder verlassen. Vergiss das nicht. Ja, natürlich. Das machen wir doch noch. Und da haben wir den Kompass. Super. Ja, nicht, dass ich euch veräppeln, aber das Spiel sagt es ja selber, dass hier auch der Boss auf uns wartet. Nicht, dass ihr denkt, dass ich irgendeinen Scheiß laber. Nein, nein. Ich sag schon die Wahrheit, meine Lieben. So. Hier müssen wir uns ein bisschen beeilen. Und genau hier müssen wir herunterfallen. Und so gelangen wir zur Kiste. Und da ist die Mondperle. Die Gestalt des Helden ist damit gefeit gegen magische Verwandlung. Das heißt mit anderen Worten, erstmal da unten ist die Perle. Jetzt haben wir zumindest alle Items im Gebiet A schon mal voll. Also da können wir halt nur noch die Handschuhe noch einmal verbessern. Und dann können wir da unten nächstes Mal machen. Ja, also mit der Perle bleiben wir jetzt auch hier in dieser Menschengestalt, wenn wir halt auch bei der Schattenwelt sind. Und natürlich, da müssen wir so oder so auch noch einiges noch erledigen. Das ist jetzt hier nicht die einzige Welt. So. Ah ja, und da kommt schon der Boss. Okay. Dann wollen wir den mal machen. Und herzlich willkommen bei dem sogenannten Muldurm der Riesenwurm. Ja, wir dürfen natürlich den Schwanz angreifen. Gehst du mal bitte, danke. Wow. Und natürlich, wenn wir hier den Kopf berühren. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Shit, doch die Wand. Hand. Ja, langsam. Ich kann jetzt nicht mehr reden, ey. Ich wollte gerade sagen, shit, doch die Wand an, ey. So, natürlich. Er versucht uns natürlich auch immer runterzuschmeißen. Und ganz ärgerlich ist es, wenn wir hier in der Mitte runterfahren. Dann fallen wir, glaube ich, 2 Stockwerke tiefer. Ja. Und natürlich wird er nicht so bleiben. Scheiße! Meine Fresse. Ja, ich weiß. Ich stelle mich gerade sehr doof an. Ja. Oh, Mann. Nochmal. Komm her, blöder Boss. So, einmal. Ich glaube, wir müssen ihn 6-mal treffen. Na, komm her. Nein, nein, nicht in der Mitte. Komm her. Aber natürlich bleibt er nicht so lahmarschig, ne? Er wird natürlich gleich schneller. Ab jetzt wird er sehr schnell. Na komm, 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 komm. Nein. Man sollte auch treffen. Nee, also in den Gängen. Ja, langsam. In den engen Gängen werde ich das nicht versuchen. Scheiße! Oh! Nochmal! Natürlich. Das Spiel ist natürlich so gemein, dass, wenn wir hier wieder nach oben gelangen, dass der immer in dem normalen Modus immer wieder ist, ne? Jetzt dürfen wir ihn erneut wieder 6-mal treffen. Natürlich. Also, da haben die Spieleentwickler das super gemacht. Naja, aber sonst wäre es auch zu leicht. Immer versuchen, hier in dem Bereich hier immer anzugreifen. Oder halt auch manchmal, wenn es geht, hier bei den Enggängen. Aber nur, wenn es klappt. Das klappt nämlich nicht immer. So, jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. So, jetzt noch einmal, glaube ich. Komm, 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 komm. Beweg dein Wurmhintern. Komm. Och, Mann, du bist blöd. Ja, also 6-mal. Okay, da haben wir den Riesenwurm erledigt. Und wieder ein Herz. Super. Und das letzte Amulett. Jawohl. Ja, ja.
Du hast das Amulett der Weisheit errungen. Geschafft! Du hast alle drei Amulette. Geh jetzt und suche das Masterschwert in den verlorenen Wäldern. Ja, das werden wir tun. Ja, Moment mal. Da werde ich mal kurz eine Abkürzung nehmen. Und bei der Kathedrale anfangen. Ja, und jetzt haben wir auch hier die Berghöhle freigeschaltet. Aber, naja. Für später ist es eventuell nützlich. Großartig, René. Genau, wie ich es erahnte. Du bist der legendäre Held. Nun hol dir das sagenhafte Masterschwert. René, ich bin sicher, du wirst damit dem bösen Zauberer das Handwerk legen. Na, du bist sehr optimistisch, aber das gefällt mir. Geh jetzt und bring die drei Amulette in die verlorenen Wälder und suche dort nach dem Masterschwert. Gut, ja. Die Prinzessin und der Priester sagen uns natürlich, wo wir schon als nächstes hin müssen. Weshalb auch gerade die sagenhafte Stimme im Turm uns zwar schon gerade gesagt gehabt, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, dann wollen wir mal in den Wald rein, der natürlich nebelig ist. Aber naja, so neblig ist es auch wieder nicht. Man kann es übertreiben. So. Also oben links ist das Masterschwert. Dementsprechend dürfen wir jetzt auch ein bisschen hier rumlatschen in den Wald. Da ist eine Bombe, die natürlich wehtut. So. Bumm. Ne, da ist eine Krähe. Ja. Bumm. Und hier ist es. Und hier sind Eichhörnchen und Vögel. Och, wie süß. Ich liebe Eichhörnchen. Und da ist das Masterschwert. Was steht denn hier vorne? Ja, okay. Wollen wir mal das Buch benutzen. Wenn die große Zerstörung naht, wird ein Held kommen, der drei Amulette trägt. Er wird das Schwert ziehen können, denn er ist ein Nachfahre der tapferen Ritter. Dann sind wir wohl jetzt ein Nachfahren von den tapferen Rittern. Weil wir jetzt das Masterschwert rausziehen. Wow. Hallo. Ja, Musik. Sei noch spannender. Und die Amulette haben gerade geblinkt und das Schwert jetzt auch. René, ich bin es. Sahasrala. Ich kann es kaum glauben, dass du tatsächlich das Masterschwert errungen hast. Ich glaube, dass du mit diesem glänzenden Schwert die böse Macht des Zauberers niederschmettern kannst. Das Schicksal dieses Landes liegt in deinen Händen. Ich habe Vertrauen in dich. Vielen Dank. Ja, und ab der zweiten Schwertstufe können wir auch so einen, ja, Laserstrahl abwerfen. Und da sieht man jetzt bei Ausrüstung, beim Schwert hat halt auch eine 2 jetzt. Und wir haben das Masterschwert hier. Super. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ganz einfach da. Beim Turmkopf. Also, wir dürfen jetzt wieder zurück zur Burg von Hyrule wieder zurück. Allerdings werde ich das gleich machen. Und zwar werde ich... Ja, werde ich gleich sagen. René, Hilfe! Die Burgwachen dringen in die Kathedrale ein. Ah! Oh, das klingt böse. Na, dann wollen wir mal schnell... Nee, das war Schitte. Das wollte ich nicht. Dann wollen wir mal schnell zur Kathedrale zurück. Das hört sich nicht gut an. Da ist doch irgendwas Schlimmes passiert. Na, dann wollen wir mal gucken, was da passiert ist. So. Na gut, dass die Kathedrale nicht so weit entfernt ist. Und da sind wir schon da angelangt. Genau hier. Nein, das wollte ich nicht. Was ist denn passiert, Priester? Ja, shit, die Wand an. Die Prinzessin ist verschwunden. Super. René, du kommst eine Sekunde zu spät. Ich konnte es nicht verhindern. Zelda. Die Soldaten haben sie entführt. Sie brachten sie ganz
oben in den Burgturm. Du musst sie finden, bevor der Zauberer seine Magie gegen sie anwendet. Bitte, du bist unsere einzige Hoffnung. Ja, super. Ja, das ist ein kleiner Trick. Ja, der Priester ist jetzt leider tot. Shit, die Wand an, ey. Na warte, das war garantiert der böse Zauberer Aghanim. Den werden wir jetzt sofort natürlich auch gleich in den Arsch treten. Allerdings erst gleich, weil... Oh, ist das angenehm jetzt mit dem Strahl. Weil ich möchte nämlich euch jetzt auch endlich mal die Elixiere euch mal zeigen. Habe ich euch ja versprochen gehabt, dass ich das jetzt auch mal machen werde. So. Ha, und in Entfernung können wir die Viecher hier natürlich auch töten, wenn ich jetzt einmal treffe. Jawohl. So, und wusch. Oh. Das war eine Wache. Super. Okay, zu den Elixieren. Mal gucken, vielleicht sagt er das auch selber. Ja, der rote Trank ist das Lebenselixier. Der grüne das Zauberelixier. Und der blaue erneuert sowohl Lebens- als auch Zauberkraft. Ein Superelixier. Wie wär's mit einem Schluck vom roten Gratis? Wohl kommt's. Wohl bekommt's. Hihihi. Ja, er hätte uns jetzt geheilt, wenn wir jetzt Schaden genommen hätten. Ja, also er hat das jetzt schon... eigentlich schon selbst gut erklärt gehabt. Wenn wir jetzt das grüne Elixier kaufen würden für 60 Rubinen, dann hätten wir natürlich erstmal eine Flasche mit grüner Flüssigkeit. Und wenn wir das benutzen würden, dann würden wir unsere Magieleiste wieder komplett auffrischen. Aber naja, durch den Sheet brauche ich die grünen jetzt nicht kaufen. Dann die roten Elixiere, die bewirken halt, wenn wir jetzt Schaden nehmen würden und wir hätten jetzt nur ein ganzes Herz oder nur ein halbes Herz, dann und wir würden das jetzt benutzen, dann würden wir volles Leben wieder bekommen. Ja, und das blaue ist halt sowohl Zauber als auch Lebenselixier, also eine Mischung. Kostet allerdings auch 160. Aber naja, macht nichts. Wir haben ja das Geld. Hey, 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 danke schön. Hier ist das Superelixier. Damit kannst du sowohl Lebens- als auch magische Energie auffrischen. Ja. Ja, ich mach das jetzt nur mit dem Herzchen, deswegen. Und weil die blauen Elixiere mir auch besonders gefallen, deswegen. Ich konnte jetzt auch nur die roten kaufen, aber naja. Die blauen mag ich lieber. So, wie gehe ich denn da jetzt am besten hin? Na, unten erstmal, würde ich sagen. Und dann nach links. Ja, dann wird wohl der Zauberer wohl der nächste Boss wahrscheinlich werden. Wahrscheinlich. Oh, hier sind rote Speerwerfer. Super. Noch mehr. Shit. Na, okay, macht nichts. So. Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder hier. Ja, das kennen wir ja schon. Da waren wir ja schon öfters drin. Bloß, wir müssen jetzt nicht nach unten. Nein, wir müssen jetzt erstmal hier nach oben. Und mit dem Masterschwert können wir jetzt hier rein. Bloß, mir ist gerade was aufgefallen. Ja. Ich werde euch das hier gleich zeigen. Moment mal. Ich werde mich mal ganz kurz offscreen mal zum Berg nochmal mich teleportieren lassen. Bis gleich.